our hearts beat to the city streets. We began to feel. Und kann ich sagen, was mich super überrascht hat, ist diese Laufruhe. Dieses ganze Bike ist wie eine Einheit, fühlt man sich sofort vertraut, man setzt sich drauf und alles passt einfach. Ja? Und wie gesagt, ich sage hier immer meine Meinung so, wie es ist. Das ist mein Eindruck. Und wer sich das vielleicht auch gekauft hat oder bekommt, oder schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Also ich bin restlos begeistert, wie schön das Bike sich, ja, wie das so eine Einheit vom Fahren her, absolut laufruhig, den Motor hörst du kaum, mega. Ihr glaubt es nicht, vor mir fährt jemand. Sonst fahre ich doch eigentlich immer hier alleine. Aber ich bin hier auch mal eine ganz andere Ecke. Ich habe mir auch komplett mal Straße gemieden heute, soweit es geht. Zeigt mir jetzt noch 14 Kilometer an. Ich bin schon echt gespannt auf den Lappwaldsee. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Moin ihr Lieben, seid ihr grüßt. Ja, jetzt geht's auf Tour. Ich freue mich riesig und das wird eine schöne, lange Tagestour, glaube ich. Wir fahren Richtung Lappwaldsee und natürlich auch, soweit es geht, drumherum. Und es war ein ehemaliger Tagebau und ich kann ausgiebig hier mein neues Viator testen und natürlich euch nachher noch ein bisschen näher vorstellen. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wollte heute keine Gepäckträgertasche, ich wollte einfach nur einen Rucksack. Und ja, Akku ist vollgeladen. Und jetzt geht's gleich los. Coole Sache, los geht's. Yes. Ja, ich musste jetzt erstmal einen Moment lang stehen bleiben und einfach genießen, da oben die Sonne endlich. Richtig schön. Und hier kommt auch alles in Gange. Ja, ich habe mal Google Maps aktiviert, weil ich warte noch auf die E-Connect Freischaltung, damit ich dann mit der E-Connect App hier auch fummeln kann. Von daher, ja, erstmal schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist so herrlich. Eben gerade sind Rehe hier links durch das Rapsfeld gelaufen. Ich habe extra angehalten, damit sie sich dann nicht von mir verfolgt fühlen. Und ich glaube, wir haben heute eine richtig schöne Tour vor. Und ich bin wirklich extremst gespannt hier auf die Fahreigenschaften. Da werden wir dann auch zwischendurch immer mal wieder drauf eingehen. Wie das entstanden ist. Wer das Landau-Video gesehen hat, weiß es. Das Hardtail ist ja weg. Und ich glaube, ich habe mir da was richtig Feines gekauft. Und ja, werde euch darüber dann natürlich auch berichten. Ich habe mir heute mal den Lappwaldsee rausgesucht. Da war ich noch nie. Wir waren da mal vor einem halben Jahr, wollten da spazieren gehen, aber ja, irgendwie an eine falsche Stelle angehalten. Und heute habe ich mich da mal so ein bisschen durchgelesen und ich bin schon sehr gespannt drauf. Ehemaliger Tagebau, der da irgendwie auch umfunktioniert wird. Also ich muss auf jeden Fall hier rum, was jetzt mir Google Maps hier anzeigt, weiß ich auch nicht. Nach 300 Metern wenden. Nee, wir wenden nicht, Mäuschen.
Ja, nochmal kurz darauf zurückzukommen, wie ist das hier entstanden? Mit den Unterschriften und so. Ich war ja in Landau und wollte eigentlich nur eine Probefahrt machen, aber irgendwie, ja, ist ja das Viator 7.0i, so wie ich es mir hier jetzt gekauft habe, auch Bike des Monats gewesen und ich wollte dort halt einige Bikes Probe fahren. Super nette Leute da. Ja, aber irgendwie der Preis, der war einfach den Tag oder die beiden Tage echt extremst gut. Wobei ich jetzt schon gesehen habe, dass auch immer wieder mal ins Angebot kommt. Aber halt mit der Ausstattung für mich ein sehr, sehr hochwertiges Trekkingrad. Mich interessiert hier eben halt ja, dieser T-Mac-Motor. Wir sind hier Dankeschön. Ja, wie bin ich jetzt an dieses Bike gekommen? Ihr wisst ja, ich war in Landau und ich wollte eigentlich nur eine Probefahrt machen. Und als ich dieses Bike da echt gesehen habe, da dachte ich, boah, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen von der Optik her. Ich habe mich hier auch mit Absicht für den Trapezrahmen entschieden. Ich bin hier auf einer 50er Rahmenhöhe unterwegs, also mir passt das Bike super. Und äußerst interessant finde ich auch den T-Mac-Motor mit 70 Newtonmeter und in Verbindung mit dem 630 Wattstunden Akku. Ab den Modellen 23, ich habe ja noch das Testrad, das Zita, da ist ja ein 711 drin, den könnte ich hier auch reinmachen und fahren. Das ist jetzt wohl kompatibel, so wie mir das gesagt wurde. Ja, und dann habe ich da eben halt das Bike stehen sehen und Probefahrt gemacht. Ja, irgendwie, na, ihr kennt das ja, ne? Für mich persönlich passt dieses Bike hundertprozentig in die Welt. Top ausgestattet. Schauen wir uns alles nachher nochmal in Ruhe an. Vom Fahrgefühl hier, was ich jetzt so schon mal rüberbringen kann. Und absolut auffällig ist, ist der leise Motor. Dafür ist Brose einfach bekannt, das ist so, er arbeitet so leise im Hintergrund mit. Hat ein breites Spektrum auch. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ja, in Verbindung mit der Deore hier, die 10-Gang von Shimano. Schaltet auch einwandfrei die Trigger. Sind sehr gut angebracht hier. Ich komme hier überhaupt nicht irgendwie mit was ins Gehege. Die Ergotec-Griffe sind auch, ja. Rechts abbiegen. Natürlich wieder Wind von vorne heute. Ich bin hier mit euch in Eco unterwegs. Ja, ob das jetzt hier so richtig ist, aber wir werden das mal so fahren. Und glaubt mir, ich genieße jede Sekunde. Genauso wie ihr auch. Es macht einfach nur riesen Spaß, loszufahren bei dem Wetter und seine Gedanken baumeln zu lassen. Ja, und immer wieder kleine Abenteuer unterwegs zu erleben. Schaut euch das an. Natur pur. Und ich säusel hier so ganz leise lang. Wir haben jetzt schon 10 Kilometer gefahren. Haben aber noch 16 vor uns. Da müssen wir noch rum und zurück und da noch. Kommt schon was zusammen heute.
Ja, wie gesagt, auch hier der Fredestein, Icon, bis 50 km/h, steht auch auf der Flanke drauf, extra für E-Bikes entwickelt, soll einen absolut geringen Rollwiderstand haben und yep, das kann ich jetzt schon mal bestätigen, vorhin wo ich Straße gefahren bin, man hört diesen Reifen nicht und er soll auch super, er soll super haften, selbst bei Nässe, trockenem Wetter dann sowieso und da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Es ist immer schwierig nach ein paar Kilometern was zu sagen, aber ich denke mal, so wie ich das jetzt merke, vermittelt er einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. 28 Zoll, 2,2 breit. 200 Metern rechts abbiegen. Das machen wir, Schätzelein. Ich wollte einfach dieses Bike jetzt losfahren mit euch und unterwegs so ein bisschen vorstellen. Vielleicht besser, als wenn ich da steif vor der Kamera stehe und mir macht es einen riesen Spaß. Jetzt schon? Na gut, wenn sie das sagt, machen wir das. Ich dachte, wir müssen noch ein Stückchen weiter. Nee, das kann nicht sein. Nein, geht gar nicht. Ei, ei, ei. Ach, der wollte mich so rum. Ja, alles klar, verstanden, weil die machen hier alles neue Wege. Nee, Kollegen. Und die Augen fangen natürlich auch wieder an zu brennen. Hier Pollen ohne Ende unterwegs und Mücken. Ha. Junge, 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 Junge. Herrlich, oder? Schön ruhig hier. Ich habe jetzt erstmal kurz hier angehalten, weil ich bestimmt schon, weiß ich nicht, wie viele Treffer habe. Ihr seht das, hier ist so ein kleiner Graben, genau hier musste ich dann natürlich auch anhalten. Alles voll Mückenzeug. Unfassbar, aber na gut. Ich werde mal dann hier mich verdünnivisieren, glaube ich. Und wir fahren jetzt schön in die Richtung weiter. Eben habe ich noch die Klappe aufgerissen, wenig Straße. Jetzt habe ich geschaut, hier kann ich tatsächlich, muss ich so fahren, geht nicht anders. Ah, mag ich ja nicht so, aber was mir echt extrem auffällt, ist dieser leise Reifen. Das ist, und ja, fühlt sich so leicht an beim Treten, also kann ich euch gar nicht beschreiben. Also zum Sitzen hier auf diesem Bike. Boah, also ich sitze sehr entspannt, Nacken ist nicht überstrengt, beziehungsweise überstreckt und an meiner Armhaltung seht ihr auch, leicht gebeugt, ich habe kaum Druck auf die Handgelenke, sind auch schön gerade ausgerichtet. Ja, ich hatte ja bis jetzt so ein paar kleine Huckelchen an diesem Bike hier, seht ihr nachher noch, zeige ich euch dann alles noch mal in Ruhe, wenn wir am Lappwaldsee sind. 80 mm Federweg, eine ATB Federgabel. Und die Ergotec Federsattelstütze, die ebenfalls verbaut ist, macht bis jetzt auf mich einen guten Eindruck. Und was mich extrem wundert, ist der Sattel. Der ist echt bequem, hätte ich nicht gedacht. Das ist ein reiner Trekking-Sattel. Schauen wir uns nachher auch noch an. Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Aber da quatschen wir dann nachher natürlich noch mal drüber. Ja, und hier kann ich euch das mal zeigen, also wie der Reifen echt rollt. Ich werde mal ein bisschen näher gehen, damit ihr mal hört. Aber man hört wirklich nichts. Hier ist auch schön neuer Asphalt. Rollt und rollt. An sich, das ganze Bike lässt sich super anfassen. Hätte ich nicht
nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Dass es bequem war, konnte ich mir vorher vorstellen, aber dass es so cool sich fahren lässt. So, jetzt nachdem wir ein bisschen durch die Innenstadt gefahren sind, das war jetzt nichts Spannendes, habe ich auch nicht gefilmt. Ich gehe mal in Sportmodus, aber ich komme hier sehr gut mit dem Eco- und Tour-Modus richtig gut klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich lass wieder rollen. So, hier müsste eigentlich irgendwo jetzt dieser Parkplatz kommen. Ja, doch, ist richtig. Ich dachte, Alter, wo bist du denn jetzt hier? Ich denke, da werden heute viele unterwegs sein. Oder auch nicht. So, nach knapp 26 Kilometern angekommen. Also vom Parkplatz her zu deuten, ist ja nicht ganz so viel los. Und hier sind wir damals spazieren gegangen, aber irgendwann kam nichts. Dann sind wir wieder umgedreht. Aber heute mit dem Bike hier, bei diesem mega schönen Wetter und euch zusammen, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Da bin ich doch eben schon fast vorbeigerauscht. Das hat sich doch heute schon wieder gelohnt. Boah. So, die Bank, das war ja schon mal, sowas finde ich ja einwandfrei. Aber ich wollte jetzt mal gerne weiterfahren. Boah, meine Augen, ich kann kaum noch rausgucken da. Unfassbar. Hier sieht man auch, ich weiß nicht, ob man das erkennt, super viel rumfliegen. Und ich hoffe, ich komme jetzt auch an einer schönen Stelle. Dann zeige ich euch das Bike noch mal näher mit allen Daten. Und schon meinen ersten Eindruck, den ich jetzt schon mal vermitteln kann, auf jeden Fall. Da sind einige unterwegs. Ich werde mich mal an eine ruhigere Stelle hinmachen. Ich denke mal, da wird bestimmt noch was kommen. Ja, ich glaube, dichter kommt man jetzt hier nicht ran. Aber vielleicht jemand, der das Video schaut, der kennt sich hier besser aus wie ich. Aber ich fahre jetzt erstmal noch mal ein Stückchen weiter. Ich erhoffe mir ja, dass wir noch irgendwo so eine Traumkulisse finden. warte mal, hier geht, guck mal. Schöningen-Büddenstedt. Ah, das sieht schon mal gut aus. Schotterweg. Ah, oh, mega, guckt euch das an. Also ich finde ja mal wieder Wasser in Verbindung mit mir zusammen einfach nur genial. Oh. Da geht es aber auch gut runter. Da unten sind so Spuren, aber ich glaube, da darf man wohl nicht lang. Aber ihr seht das mal, das war ja ein Tagebau. Ich bin mal gespannt, was hier entsteht. Da hinten sieht das aus wie richtiger Strand. Sehr schön. Tja, fahren wir mal weiter. Mal gucken, was noch kommt. Schon spannend hier. Ja, ich bin hier immer noch an einer schönen Stelle am Suchen. Aber jetzt bin ich ja mittlerweile schon halb einmal rum, glaube ich. Aber macht nichts, wir haben mal Zeit.
an E-Bikes unterwegs ist, ist wirklich krass. Also, ja, ich habe mir jetzt eine schöne, ruhige Stelle hier gesucht. Im Hintergrund ist auch eine schöne Bank. Da werde ich mich dann noch ein bisschen hinflezen, ein bisschen die Sonne tanken. Gehört ja einfach dazu beim E-Bike-Fahren. Aber ich muss gleich weiter, weil es macht so viel Spaß. Ich stelle euch jetzt erstmal mein neues Viator vor. Also, wo ich das in live gesehen habe, da war ich wirklich geflasht und extra den Trapezrahmen ausgesucht, weil ich finde, dadurch wirkt es noch mal ein bisschen bulliger. Das ist aber mal Geschmackssache. 50er Rahmen, Aluminiumrahmen natürlich und die Farbe ist Zement Gray. 28 Zoll. Wir sind hier mit geösten Felgen unterwegs, klar. Auf dem Fredestein Icon, hatte ich euch ja vorhin schon erzählt. Und die SR Suntour ATB mit 80 mm Federweg. Und natürlich können wir die auch wieder dicht machen. Ja, 90 Lux, Frontscheinwerfer LED, LED-Rücklicht. Und natürlich die gewohnte Lichtautomatik von Brose. Ergotec. Schöne Handgriffe. Lässt sich wirklich sehr, sehr gut anfassen. Kabelverlegung gefällt mir hier echt richtig gut. Es geht immer besser, aber hier schön alles in den Rahmen verschwinden lassen. Und auch die Lenkeinheit ist von Ergotec. Wir bremsen vorne auf Shimano 180 mm und hinten dann auf 160 mm. Ja, verbaut ist hier der Drive T-Mac mit 70 Newtonmeter, wunderschön ins Bike integriert. Und ich muss sagen, mein erster Eindruck jetzt wirklich vom Fahren, super leise, sehr effizient. Also wir gucken nachher mal, wenn ich wieder zu Hause bin, auf den Akkustand, was ich gefahren bin. Wie gesagt, das Bike ist nagelneu, hatte vorher noch keinen Ladezyklus, nichts. Ich habe ihn jetzt einfach vollgeladen und auch hier so die Dekorlinien. Alles sehr schön gemacht. Hier seht ihr meine Unterschriften. Habt ihr ja schon gesehen. Die habe ich natürlich mit Folie geschützt. Hier muss ich noch einmal ran. Aber hier ist das echt gut geworden. Nur ein bisschen staubig jetzt. Ja, also ich finde, es steht richtig gut da. Ich bin da sehr happy mit. Ihr seht auch hinten extra kurzes Schutzblech. Gibt es auch länger, soweit ich weiß. Aber ich fand es gerade so in der Optik, ja, einfach grandios. Vorne das Schutzblech ist sehr schön tief runtergezogen, damit uns da nichts an den Rahmen schlackern kann. Und jetzt auf der Seite, jetzt das Schloss wird natürlich auch mitgeliefert. Wir haben eine Ergotec 4 Federsattelstütze, die auch aufs Gewicht einzustellen ist. Das Bike wiegt ca. 28 Kilo und jetzt kommt, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 Kilo. Finde ich immer enorm und ja, auch richtig so, wie ich finde. Ja, den Akku können wir jetzt am Akku, wenn er im Bike eingebaut ist, nicht mehr laden, sondern nur über diese Ladebuchse. Dann kann er drin bleiben. Wir können ihn aber auch ausbauen. Und wenn wir ihn dann rausgenommen haben, ist unten natürlich auch ein Chin-Stecker, wo wir dann laden können. Und wenn es mir nicht so gut gefallen hätte, dann hätte ich es mir auch wirklich nicht gekauft. Weil geplant war es ja nicht, nachdem mein Hardtail weg war. Ich habe ja noch ein Testrad, habe ich gesagt, okay, erstmal soweit alles gut. Das andere Bike teilen wir uns zu dritt, also das reckt alles. Aber ich musste dann, wo ich es gesehen habe, ja, ich habe dann ja die kleine Probefahrt gemacht. Das Video habt ihr bestimmt gesehen und ja, ich musste es einfach haben. Das ist einfach so, weil, ja, wie so ein kleines Kind halt. Ich möchte nochmal auch auf die Schweißnähte eingehen, die ich sehr, sehr gut finde. Wirklich, die Verarbeitung, also hier hat sich, finde ich, richtig was getan. Aber ich habe auch zwei Sachen, die mir, da hatte ich schon auch schon mal erwähnt, aber ich sage es nochmal. Hier würde ich es toll finden, wenn man hier wirklich so einen kleinen Schrumpfschlauch oder so noch drüber machen würde. Es stört jetzt nicht oder mindert jetzt hier nicht irgendwelche Funktionen, aber trotzdem, hier wurde es schön gemacht durch Schutzblech mit dem Stopfen, dann hätte man hier so einen kleinen Schrumpfschlauch. Ja, und dann mit dem Seitenständer. Also den finde ich, der ist von Plätscher, sicherlich sehr, sehr gut, aber ich finde, der schlägt so hoch und ja, das werde ich beobachten und natürlich auch drüber berichten.
Ja, das waren jetzt erstmal so meine ersten Eindrücke. Vom Fahren her muss ich sagen, ich habe mich draufgesetzt, ich habe das Bike auf mich eingestellt. Sattel passt für mich. Können wir nochmal drauf schauen? Das ist ja der mit Dekompressionszone, eine Dynamikzone haben wir hierbei. Und also bis jetzt, doch, muss ich sagen, erste Mal, dass mir ein Sattel auf Anhieb vielleicht so ein bisschen passt. Was ich jetzt noch sagen möchte, ist 630 Wattstunden. Der T-MEC-Motor, das ist ein Langstreckenläufer, hat auch eine Bandbreite von über 300% bei der Entfaltung. Aber da wird es noch mal ein extra Video drüber geben. Da werde ich mal so die beiden Testräder und den Motor mal so nebeneinander stellen, weil da hätte ich einmal 50 Newtonmeter, in dem hier 70 und auch 90 Newtonmeter. Auf jeden Fall auf die Ladezeit und so, da werde ich dann natürlich auch gucken. Aber Leute, ich bin jetzt so nervös, ich muss weiterfahren. Zur Deore 10-Gang von Shimano gibt es nichts zu sagen. Arbeitet absolut unauffällig im Hintergrund, super übersetzt, wie ich finde. Hier sehen wir auch diese neuen Träger und auch das Display oder diese Erkennung dazu. Also kann man wirklich nicht schimpfen. So, jetzt geht es erstmal wieder auf schöne Waldwege zurück Richtung Heimat. Ja, 32 Kilometer gefahren bis jetzt. Okay, weiter geht's. Also der Lappwaldsee, der hat mir wirklich gut gefallen. War jetzt aber auch sehr, sehr voll geworden. Und boah, ich würde mal sagen, 90% E-Bikes. Ja, haben alle ihren Spaß damit. So soll es ja auch sein. Und ich roll jetzt eine andere Strecke. Ich werde nicht die gleiche nach Hause fahren. Aber ihr könnt mir glauben, ich genieße jede Sekunde. Genauso wie ihr das auch immer tut. Oh, hier musst du aufpassen. Scharf rechts auf Schöninger Straße. Ja, das machen wir alles. Schätzelein, JC sagt, sollen wir lang fahren, dann machen wir das auch. So, los geht's. Zack, überall Baustellen. Das brauche ich auch so. So, im Sportmodus, warum das? Jupp, also kurz zu den Unterstützungsstufen. Wir haben hier Eco, Tour, Sport und Boost. Und ich fahre im Moment mit der Tour-Unterstützung, komme ich sehr gut mit klar. Auch wenn es mal so ein bisschen kleine höher geht, brauche ich nur ein bisschen auf die Pedale den Druck erhöhen und schon entfaltet er wieder Leistung. Also echt gut gemacht. Und das Schöne ist, ich kann hier natürlich meine persönlichen Leistungseinstellungen, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, einstellen. Das heißt, wenn jetzt im Eco 12% sind, kann ich es auf 20% im Eco stellen. Aber zu viel sollte man dann nicht verstellen, weil dann kannst du auch in den nächsthöheren Tourmodus gehen. Ich glaube, hier sind wir noch nie zusammen lang gefahren. Also machen wir das. Man achte auf die Kleinigkeiten. Ne? Da geht es jetzt schön runter. Schönen Blick auf Helmstedt. Ja, auch Kopfsteinpflaster hier, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das wird so. Ich hatte eben mal. Ihr werdet euch wundern, ich habe hier 25 Grad fast. Und habe die Jacke hier von Joy, die ist ultra dünn. Also das ist wie so eine zweite Haut bald. Aber ich habe bestimmt gefühlt 30 Mückenstiche auf der Arme abgekriegt vorhin. Oh. Und das juckt wie Feuer. Deswegen habe ich jetzt die Jacke angelassen. Zack, zack. So, und ich glaube, jetzt muss ich hier irgendwie rechts ab. Ah, ich fahre wahrscheinlich über diese Lübbenstein oder so, wo ich schon mal war. Rechts abbiegen auf B244. Ja. Ach, siehst du, so hätte ich auch schon hier herfahren können. Meine Güte. Und das Bike, das rollt. Das ist unfassbar. Meine Güte. Da geht's richtig vorwärts.
ich daran denke, dass wenn ich mit dem Fulli unterwegs bin, logisch, durch die grobe Bereifung, ja, das ist ja wie so ein bisschen Stoppen immer. Aber es geht nur eins, entweder schön Gelände und Grip oder Straße und Gleiten. Yes. Wieder irgendwas ins Auge geflogen. Oh. Das Problem ist nur, wenn du, kennt ihr auch, mit Allergie zu tun hast in den Augen oder an den Augen, nur ein bisschen berühren. Junge, Junge. Da. So, jetzt gehen wir mal am Bus. Oh, ich fahre ja schon 25. Und auch wieder dieses Rausfahren hier bei dem T-Mac. Sehr gut. Ihr seht, ich stampe hier den Berg jetzt mit 25,5. 26,5 hoch. Und jo, dann lasse ich jetzt wieder mich schön runterrollern. So. Ja, ja, schon klar, Mensch. Ja, ja, das ist McDonald's. Nee, nee, nee. Nein. Rot. Achso, ich muss ja sowieso hier erstmal rum. Zack, und da. Oh, Leute, ich habe nicht angerufen. Nein, läuft so. Ei, 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 ei. Nach 200 Metern links ab. Ja, real hier auch nicht mehr. Echt traurig. Ei, ei, ei. So, ich laufe jetzt auf hier. Ein bisschen Gras wegnehmen. Ne? Also ich finde, dieses Trekkingrad hier ist sehr sportiv auch ausgelegt. Also nicht jetzt vom Sitz, aber von der Optik halt her. Und kannst hier auch schönere, mal härtere Waldpassagen fahren. Also wie gesagt, die ATB vorne, die schluckt das super. Da gibt es überhaupt gar keine Probleme und durch die Federsattelstütze natürlich. Und auch der breitere Reifen hier mit 2.2, da geht schon mal ein bisschen was. Und von daher braucht man da echt keinen Schiss haben hier vor solchen Feldwegen. Wird wirklich sehr gut absorbiert. Und kannst du eigentlich nicht aus der Ruhe bringen hier, das Bike. Also ich habe ja viel erwartet, aber dass ich so begeistert davon bin, also da habe ich 100% alles richtig gemacht, weil ich es einfach so lassen kann, wie es ist. Brauche nichts umbasteln, keinen Sattel, nichts tauschen. Ständer mache ich mir nochmal Gedanken und werde ihn auch erstmal testen. Und dann kann ich mir da vielleicht auch ein Urteil darüber bilden. Ansonsten läuft das hier wie geschnitten Brot. Ja, konnte mir vorhin irgendwie nicht vorstellen, dass das hier der richtige Weg sein soll, aber ich mache mal die Unterstützungsstufen jetzt aus. Ich fahre mal ohne. Ja, hier noch so ein Mini-Trail fahre heute. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber nur gut. Ich hatte mich komplett wohl verfahren um 500 Meter. Macht aber nichts. So. Uiuiui, wo bin ich denn hier? Oh, da hinten sind Leute. Also, ich bin auf dem richtigen Weg. Boah. Das ist ja hier was fürs Fulli. Hey. So, jetzt mache ich mal wieder Tour rein. Komplett sanft geregelt. Geht sofort, wenn du die Pedalierung sein lässt, aus. Und sobald du leicht berührst, startet der Engine. Genauso wie es sein soll. Und genau das, bevor ich mir dieses Bike gekauft habe, was mich mit am meisten interessiert hat, ist natürlich der T-Mac hier. Das BMS-System und wie gut
ja, harmoniert das alles zusammen, um eine optimale Reichweite zu bekommen. Wie gesagt, heute erste größere Strecke. Akku habe ich nur vollgeladen, der hatte, ich glaube, 77% irgendwie. Ja, also kann ich noch nichts Genaues sagen, wie lange das dauert. Aber ich denke mal, so eine Regel zwischen 3,5 und 5 Stunden, ich glaube 3 Ampere gehen da. Ist das hier eine schöne Runde, oder? Oh, meine Güte. Erstaunlich, die Gabel vorne, ja? Erstaunlich. Meine. So, fragt mich nicht, wo wir hier sind, aber da wäre ich jetzt irgendwo da hinten gewesen oder würde auf der A2 irgendwo stehen. Als Leitplanke. Also war das hier schon sehr, sehr gut. Oh mein Gott, ist das schön. Schön Allergie jetzt auch. Das ist immer nicht so schön für die Reifen, finde ich, hier diesen groben Schotter. Aber na gut. Ist das nicht ein cooles Wetter? Oh, ich freue mich. Oh, gerade hier mal irgendwo angehalten, aber ja, fragt mich nicht wo. Aber ich habe noch ein Stück nach Hause. Bin echt gespannt auf den Akku. Ja, wird jetzt gerne noch, also erstmal sowieso die eConnect App, die müsste eigentlich morgen übermorgen frei sein, nachdem das Bike registriert wurde. Und ja, weil ich super gerne mal mit der fahre hier, vermisse ich heute auch ein bisschen, aber gut, nicht schlimm. Zweite Sache ist, also die Shimano Deore hier, die 10-Gang, völlig ausreichend. Ich habe bisher immer den passenden gefunden. Sehr schöne Trittfrequenz auch im hohen Gang. Also völlig ausreichend, da braucht man nichts anderes. Also hier braucht man jetzt keine 12-Gang oder sonst irgendwas. Reicht vollkommen so aus. Vor allen Dingen, die funktioniert auch im Hintergrund. Ohne aufzufallen. Im Gegenteil, knackig drin der Gang und weiter geht's. Es rollt. Ja, ich habe jetzt ca. 2 Kilometer noch und dann schauen wir mal zusammen auf den Tacho bzw. das Display. Ich glaube, für mich persönlich hier bahnt sich eine kleine Überraschung an. Aber da schauen wir jetzt gleich zusammen drauf, wenn ich hier den kleinen Geländetrail hinter mir habe. Ja, mein erster Eindruck zum Viator, also, na klar, ich hätte es mir da nicht gekauft, wenn es mir nicht mega gefallen würde. Und das hat mich heute so umgehauen, wie schön dieses Bike fährt. Ich habe es ja in meinen Fahreindrücken euch immer ein bisschen geschildert. Und ich werde das natürlich alles genau beobachten. Das ist jetzt so mal der erste Eindruck. Aber ja, es hat richtig Spaß gemacht, auch diese Tour mit euch zum Lappwaldsee. Und ich war eben gerade, wo ich kurz bevor ich zu Hause war, etwas, dachte ich, Donnerwetter. Und zwar bin ich jetzt hier mit genau 60% angekommen. Und wir sind gefahren. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen einfangen. Ich halte hier mal die Hand drauf. Jetzt sieht man das. Knappe 55 Kilometer gefahren. Ich bin überwiegend, bin gar nicht in Eco gefahren. Ich war die meiste Zeit in Tour unterwegs. Und ab und zu mal Sport und ich glaube, vereinzelt mal so ein bisschen den Boost, weil das macht bei dem T-Mac-Motor mit 70 Newtonmeter einfach einen Riesenspaß. Aber das heißt, mit 630 Wattstunden würden wir mindestens schon mal in diesem Modus, ich wiege 92 Kilo, 110 Kilometer kommen. Der Hersteller gibt hier 150 Kilometer an. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das im Eco-Modus wirklich funktioniert. Wirklich krass. Aber wir haben dann selbst noch bei 110 Kilometer, wenn ich die dann jetzt komplett durchgefahren wäre, noch ungefähr 10% Luft gehabt.
Also das finde ich wirklich sensationell. Von den Reifen her, von der Schaltung, von der Laufruhe dieses Bikes und von der Optik her bin ich erstmal wirklich, ich muss es sagen, echt begeistert. Und wie gesagt, das ist jetzt hier der erste Eindruck und ich werde natürlich auch berichten, wie sich es entwickelt. Aber richtig cool, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.